Hallo liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. In diesem Video werde ich ganz kurz über das Thema Saturn-Konjunktion Jupiter in Wassermann sprechen. Diese Konjunktion geschieht am 22. Dezember 2020 im Zeichen der Innovation Wassermann. Saturn tritt in das Sternzeichen Wassermann am 17. Dezember und Jupiter bildet eine Konjunktion mit ihm in diesem Zeichen. Mit dieser Konjunktion kann man die Früchte von seiner Arbeit, von seinen Bemühungen ernten und man kann gleichzeitig das verändern in seinem Leben, was zu verändern ist, damit man seine Horizonte erweitern kann. Jupiter ist der Planet der Expansion. Es ist der Planet der Freude. Und es kann sein, dass man hier dankbar sein sollte für dem, was man geschafft hat, für dem, was man getan hat in seinem Leben. Fehler gehören selbstverständlich auch dazu. Aber auch deswegen sollte man dankbar sein. Und es kann auch geschehen, dass man bestimmte Änderungen im nächsten Jahr 2021 machen möchte oder machen sollte, sodass man neue Wege in seinem Leben findet. Neue Wege gehören zu Wassermann. Und Wassermann ist das Zeichen der Innovation und sogar der Abbrüche. Abbrüche ist notwendig, wenn manche Strukturen nicht mehr notwendig sind, wenn manche Ängste nicht mehr notwendig sind für die eigene Entwicklung. Denn Jupiter ist der Planet der Entwicklung. Saturn ist der Planet der Angst und der Verantwortung. Und hier stellt sich die Frage, habe ich genügend Ressourcen, um meine Horizonte zu erweitern? Hier haben wir Uranus, der Herrscher vom Wassermann, im Sternzeichen der Ressourcen, Stier. Und das heißt, hier muss man sich fragen, habe ich genug Geld, um diese Änderungen in meinem Leben fortzuführen? Habe ich genug Ressourcen dafür, um mich selbstständig zu machen, um meinen eigenen Weg zu gehen? Und hier sollte man sich entscheiden, ob man anstatt mit etwas abzubrechen, das Vorhandene mit neuen Inhalten, Situationen und Personen ergänzt. Also man muss jetzt hier nicht komplett abbrechen mit Strukturen aus der Vergangenheit, sondern diese vielleicht mit dem Neuen integrieren, sodass man einen Ausgleich zwischen Neu und Alt erreichen kann. Und wir werden im Laufe 2021 diese Zusammenspiel zwischen Neu und Alt sehen. Wir haben im kommenden Jahr Mars, der im Sternzeichen Stier kommen wird. Das haben wir. Und Mars wird Uranus anregen. Uranus ist der Herrscher von Wassermann. Und wir haben dann
viele Planeten im Wassermann, vor allem am Ende Januar. Wie man hier sehen kann, wir haben Venus, wir haben Saturn, Jupiter, Sonne und Merkur rückläufig. Alle diese Planeten haben wir im Zeichen der Innovation. Das ist Wassermann. Und was kann das verursachen? Naja, eigentlich, es kann sein, dass man hier mit Ereignissen zu tun hat, die ungewöhnlich sind. Ereignissen, die mit Internet, Innovation, Wissenschaft verbunden sind. Denn diese Inhalte, diese Wörter, die ich gerade gesagt habe, die gehören zu Wassermann. Und es kann sein, dass man im Februar neue Pläne machen muss, aufgrund der Veränderungen, die in der Gesellschaft stattfinden. Gleichzeitig sehen wir, dass Mars mit dem Herrscher des Wassermannes im Quadrat zu Saturn und zu allen diesen Planeten steht eigentlich. Ja? Also wenn einer von diesen Planeten im Quadrat zu Mars ist, dann sind auch alle anderen im Quadrat zu Mars. In diesem Fall haben wir die Sonne im exakten Quadrat, aber die Sonne ist in Konjunktion mit diesen ganzen Planeten hier. Und das heißt, die Quadratur zwischen Mars und Sonne betrifft alle diese Planeten. Und was ist Mars? Mars ist Impuls. Mars ist Kraft. Anregung. Aufregung. Was ist Uranus hier? Innovation. Rebellion. Ja, die Fähigkeit zu sagen, nein, wir machen nicht mit. Nein, wir sind nicht mit alles einverstanden. Das Thema Freiheit, ja, vom Wassermann kommt bis Februar ganz, ganz stark rüber. Und hier muss man die Verantwortung für die eigene Freiheit nehmen. Man muss etwas tun. Mars bedeutet etwas tun müssen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten in einer Zeit, welche Chaos beinhalten kann. Und Jupiter und Mars zeigen uns den Weg, um diese Zeit zu meistern. Jupiter ist Macht, genauso wie Pluto. Aber die Macht des Jupiters beinhaltet ein gewisses Maß an Weisheit, Erkenntnisse, ja, und Zuversicht, das man braucht, um diese Zeit zu meistern. Jupiter ist auch Optimismus, Selbstglaube. Und Saturn ist Autorität, das heißt, man sollte die Autorität über sein Leben übernehmen, die Verantwortung übernehmen. Nicht erwarten, dass die Regierung, dass die mächtige oder angebliche mächtige Menschen die Verantwortung für einen haben, sondern dass man selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Liebe Astro-Rebellen, wenn ihr noch Fragen habt in Bezug auf diese Konjunktion Jupiter-Saturn, könnt ihr euch bei mir diese bei den Kommentaren stellen. Als Fazit kann ich sagen, Jupiter ist Lernen, Jupiter ist Ausbildung, Ausland, Erweiterung, Vergrößerung, Erkenntnis. Und Saturn ist Verantwortungsnahme, die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen, zu erkennen, dass alles eine Zeitfrage ist
Und da zwischen diesen zwei Prinzipien der Erweiterung und der Einschränkung muss man einen gesunden Ausgleich finden, was schwierig sein wird im Januar und im Februar 2021, aber nicht unmöglich. Die Glaube an euch selbst ist das Wichtigste in diesem Prozess der Reform, des Wechsels, was wir im Jahr 2021 haben werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.